Dann lasse ich mal so. Es hörte sich eigentlich ganz gut an. Fand ich jetzt. Wir nehmen den Textmodus. Ja. Kämpft um jeden Ball. Ein akzeptables Ergebnis werden wir wohl hoffentlich hinkriegen. Anpfiff zur ersten Halbzeit. Schauen wir uns mal hier so ein bisschen die Statistiken an. Ja, die haben gleich die erste Chance. Weit vorbei. Vollkommen harmlos, der Schuss. Riesenchance in Bielefeld für... Ja, für uns. 5 gegen 3 in der Überzahl. So, komm mal, nur ein Torwart vor Schuss und knapp vorbei. Aber wir sind... Es ist Gift im Spiel. Okay, aber noch keine Karten. Alex hält erstmal Alex cool. Ja, das ist aber ein schlechtes Zeichen. Ah, jetzt haben wir noch einen Verletzten. Das zeigt doch, wie schlecht der Schiri ist, wenn da zwei Bälle im Spiel sind und er es nicht merkt, nicht abpfeift. Devil? An der? Okay, dann kommt Tintschwäschers auf eine linke Verteidiger, linkes Mittelfeldposition. Hoffen wir mal, dass jetzt die Schwächung nicht ausschlaggebend fürs Spiel ist. Wir haben auf jeden Fall spielerisch schon mal mehr vom Spiel, also mehr Ballbesitz. Ach, Ecke gut abgewehrt schon mal. Aber langsam haben sie hier Chancen über. Kanoni im Angriff. Oh, nur den Außenwinkel. Okay, aber aus spitzen Winkel. Schade, schade. Heute wird uns mal so ein Sieg richtig gut tun. Obwohl wir mehr Ballbesitz haben, haben die die ganzen Chancen. Ah, ja, die machen auch nur Ecken, ey. Ja, einfach mal. Übers Tor, wunderbar. Und Alex Grün zeigt es auch locker an, indem er dann anhebt. Das habe ich doch gesehen. Dann schauen wir doch mal. Wer braucht eine Massage? Die drei unfrischesten quasi. Stuckart, den loben wir, wenn er so gut gespielt hat. Dann loben wir auch noch Alex und Flyfire. Subcom kritisieren wir mal bei einer 5er-Note. Okay. Und Netto motivieren wir hier ein bisschen. Halbzeitansprache. Wieder ein akzeptables Ergebnis. Das ist nie verkehrt. Mal schauen, ob wir jetzt... Okay, da kannst du ja erstmal gleich nach wieder anpfeifen, eine gelbe Karte. Ja, dann war das nochmal eine gute gelbe Karte, wenn wir dafür einen gefährlichen Konter unterbunden haben. Wenn man halt
taktisch cleveres Foul. Aber die mit ihren ganzen Ecken. Aber wir haben doch Grul im Tor, der macht das schon. Er scheint richtig gut in Form zu sein. Oh, Tim Treasures versucht es, aber trifft den eigenen Mann. Ja, so sehen zurzeit unsere Angriffe aus. Und wieder Ecke von links. Hallo, haben die Uhr was anderes außer Ecken? Langsam sind wir doch da echte Meister drin, in Ecken abzuwehren. Drecksack. Etwas schwach. Ja, kommt zur Vitek halt. Ich will nämlich die gelbe Karte schon mal weghaben. Und Devil kommt wieder mal. So. Dann hätten wir unser Auswechselkontingent erfüllt. Ah, die fangen gerade auch an, das zu wechseln. Ah, jetzt kann ich, weil ich ausgewechselt werde, kann ich jetzt hier diese Rufe dann auch mal. Ist klar, wenn ich auf dem Spielfeld bin, als Spielertrainer wird das schwer. Rufen wir doch gleich mal Konzentration hier. Also Vitek führt sich erstmal mit dem Foul ein. Könnten wir jetzt auch als Erdverschwingen gut ansehen, weil hätten wir den linken Verteidiger nicht getauscht, hätte Stuckart, wenn er genauso gehandelt hätte, gelb-rot gesehen. Also das war schon mal vielleicht gut, so dieser Wechsel. Jetzt kassieren wir hier nach und nach die gelben Karten. Hättet ihr das nicht vor meinem Wechsel machen können, hätte ich euch ausgewechselt. Ja, wir bringen aber nichts mehr groß nach vorne. Okay, die auch nicht viel. Die haben immer nur eine Ecke nach der nächsten. Fünf Ecken schon. Von ihren sieben Chancen. Ja, wir mal wieder im Angriff. So, komm, schießt aus kurzer Distanz und... Ah, Torhüter hält. Schade, schade. Und nochmal eine Chance für Sven Brückner. Ah, schade. Nachspielzeit von 2 Minuten wird aber nichts mehr bringen, nicht mal. Nein. Wenigstens mal wieder ein Punkt. Besser als gar nichts. Tintwischers. Gelbe Karte wegen Meckerns. Nein, da braucht er noch nichts bezahlen. Keine Strafe. Ja. Bester Spieler war Stuttgart LP. Note 1. Das ist eine beeindruckende Note. Und wie lange ist Antikiller verletzt? 11 des Tages. Weiße Weste. Weil wir kein Gegentor kassiert haben. Mannschaft der Woche. Stuttgart LP. Kapselprellung Knöchel noch 2 Wochen. Okay, können wir mit leben. Das ist, denke ich mal, im Rahmen. Dann schauen wir mal. Was da so... Ach, Schloss Holte müssen wir. Und nächstes, habe ich gerade hier gelesen, unser nächstes Heimspiel ist im Pokal. Aha, aha, aha. So, und heute sind wir wieder die bessere Mannschaft. Ich hoffe mal, dass wir nicht nur die bessere Mannschaft sind, sondern auch gewinnen werden, ja. Wechseln wir mal hier aus. Ja,
Da hat sich nichts groß dran geändert. Wir bräuchten mal einen richtigen Knipser im Sturm. So, und wie angekündigt, Textmodus. Wir holen einen Unentschieden. Ich würde zwar sagen, wir holen einen Sieg, aber ist gerade nicht drin. Da, sein neues Personal ist egal. Wir gewinnen das hier. Oh, das hätte ernsthaft gehen können. Ein Alleingang auf unseren Torhüter. Hoffen wir mal, dass wir den... Ja, ja. Immerhin eine Ecke. Cannoli von rechts. Nein, von links. Ah, leider nur in Außenpfosten. Eieiei. Es wäre ein schöner Auftakt, nach 7 Minuten da schon mal in Führung zu gehen. Aber wir bestimmen hier das Spiel. Das ist schon mal schön. Cannoli, Flanke von rechts an langen Pfosten. Köpft aus 6 Metern Subkommen. Aber Wurm kann den Ball tadellos parieren, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Naja, jetzt vielleicht auf mäßigem Niveau, aber eben war das doch ganz gut. Ich jetzt wüsste, was hier diese Bälle bedeuten. Blau, mal war er weiß, eben unser. Ah, jetzt sammeln die heute mal hier die gelben Karten. Das finde ich deutlich angenehmer, als dass wir immer die gelben Karten kassieren, ehrlich gesagt. Welche Überraschung auch. Ja, sind wir auch meistens, aber... Stuttgart auf Subkommen Flanke. Aber der Torhüter geht dazwischen. Da wir den Ball nicht kontrollieren können. Oder Subkommen ihn nicht kontrollieren konnte. Wir könnten genau unsere Taktik mal... Ich glaube, ich muss allgemein mal ein bisschen offensiver die Taktik zumindest anpassen. Weil ich eigentlich hier auch nicht unbedingt nur über rechts kommen möchte. Das wird sich, denke ich mal, von alleine schon ergeben, weil nur rechts ja da noch einer etwas vorgezogen steht. Wir könnten ja auch ihn einfach ein bisschen vorziehen. Aber das finde ich schon... Wieder zu offensiv, dann so passt das. Halbzeitansprachen, was haben wir da? Lass uns mal für Aufsehen sorgen. Wäre ich jetzt mal dafür. Und zwar, ja, wir entblößen mal unsere rechte Seite. So. Spielergespräche. Wir brauchen erstmal hier ein bisschen Frische. Die motivieren wir hier mal ein bisschen. Hier einen Innenverteidiger loben wir sogar. Und einen rechten Verteidiger loben wir auch. Weil schön was gewonnen. Stimmung und Teamwork müssten wir nochmal erhöhen. Aber okay. Erstmal geht es jetzt auf in die zweite Halbzeit. Zu einem hoffentlichen Sieg. Ja, erste Auswechslung. Halo Free gegen Mr. Cool Hans.
Also Halo fliegt schon gleich aus 11 Metern und Torhüter leider gescheitert. Hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Druck nach vorne entwickeln können. Machen wir. Ruhig nochmal ein bisschen. Bisschen offensiver das Ganze jetzt. Wir müssen einfach mal Punkt her. Also Halo Freak im 16er. Ah, statt zu schießen, nur eine Flanke. Schade, schade. Alex nicht mit dem Schuss gerechnet. Was ist das? Was wechseln wir denn mal aus? Wer hat ein wenig Frische? Das rechte Mittelfeld. Mr. Megafon, kannst du rechts spielen? Nein, leider nicht. Aber Tim Tischers kann rechts spielen. Dann machen wir das mal. Unser Halo Freak ist drin. Mr. Megafon könnte auch als Stürmer agieren. Aber macht nur offensives Mittelfeld. So. Einmal komplett umgestellt. Mal schauen, ob das so Früchte trägt oder ob das jetzt komplett daneben war. Dann hätten wir schon dreimal gewechselt. Ecke von rechts, Cannoli auf der Halo Freak. Ah, er kriegt den Ball leider nicht gedrückt. Schade, schade. Also Halo Freak hat zumindest einige Aktionen im Angriff. Das ist schon mal positiv. So. Weit vorbei und vollkommen harmlos. Jetzt haben wir noch eine schöne Chance. Stuttgart aus Halo Freak. Im Abseits. Ja. Und Unterkante. Doch, es war längst abgepfiffen. Jetzt bescheißen uns auch noch die Schiedsrichter oder was? Tadellose Leistung? Ich weiß es nicht. Das wird Ketto. Ketto? Netto. Auch hier noch eine gelbe Karte. Ja. Ja, so kann man nicht gewinnen ohne Tor, ist klar. So, jetzt hat der Gegner aber auch dreimal gewechselt. Und wir haben noch eine schöne Chance. Amado am 5 auf Stuttgart. Ja, kommt leider noch dazwischen. Ja, wir waren wieder die leicht besseren Mannschaften, machen aber einfach nichts daraus. Und jetzt nicht noch das Tor kassieren, bitte. Ja, Brühl steht Gold richtig und pariert. Angriff. So, 2 Minuten haben wir noch Zeit. Ich hoffe mal, da kommt noch was, aber ich glaube es nicht. Nein. Wieder nur ein Remis. High Fire, unser bester Spieler. Und wieder 2 Anspruchspunkte verloren. Nun gut. Toll, weiße Weste unentschieden. Alles in doppelter Reihenfolge. Abfindungen. Oh, 10.000? Alter, es kann doch nicht angehen. War das jetzt... wirklich ein Mitarbeiter, so ein Mitarbeiter oder normaler?
Nö, die sind noch alle da. Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, wenn das 10.000, guckt euch mal die normalen Summen an, die wir hier ausgeben. Das sind ja nur 100er Beträge. Wenn da ehrlich mal 10.000 abgehen, da ist der Verein pleite, wenn du nichts machst. Er ist noch 9 Tage verletzt. Ah, Sven Brückner könnte auch als Innenverteidiger spielen. Das ist doch schon mal schön zu hören. Höchster Formgewinn. Stuttgart LPL hat einen gewaltigen Form am Stiel. Das ist doch mal schön. Cannoli kann dribbeln und Lunik hat einen besseren Antritt. Ich wollte doch noch hier ein bisschen trainieren. Mal schauen, was es steht als nächstes an. Was nächstes steht dann sehr wahrscheinlich unser Pokalspiel an, die erste Runde. Sollte zumindest, wenn ich das richtig gelesen hatte, hier einmal in diesen Shortcut-News oder wie man die bezeichnen möchte. Wieder 900 Zuschauer. Aber das sieht nicht nach Pokal aus. Das ist das fünfte Ligaspiel. Okay. Dann ist Alex wieder im Sturm. Er wird immer schwächer, immer schwächer. Was fehlt ihm denn? Taktisches Verständnis ist alles runtergegangen hier. Ja, ja. Nun gut, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.